Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Weekend-Vlog, der dieses Mal tatsächlich ein ganz spezielles Thema haben soll. Ich habe ein langes Wochenende. Ich habe jetzt heute Freitag, der 26.01. frei und den Montag auch noch. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich den dann auch tatsächlich noch nutzen werde, weil ich auch noch ein paar Sachen auf Etsy vorhabe, aber das wird jetzt alles zu ausschweifend. Ich möchte versuchen, mich heute mal wirklich auf ein Thema zu konzentrieren. Und zwar ist das dieser Patchwork-Cardigan, den ich gerne endlich mal beenden möchte. Ich habe hier irgendwie ein Haar, das nervt mich. Das ist ja eins meiner extremen Langzeit-Work-in-Progresses. Und ja, ich bin aktuell stark dabei, meine Whips fertigzustellen. Ich habe jetzt aktuell schon zwei fertig und das dritte ist jetzt auch ganz, ganz bald dabei, aber da werde ich euch auf jeden Fall auch in meinem nächsten Podcast beziehungsweise, also entweder noch updaten oder schon abgedatet haben. Ich weiß noch nicht, wann ich den Podcast filme und hochladen werde, aber das habt ihr entweder dann schon gesehen oder werdet ihr noch sehen, falls euch das interessiert. Jedenfalls, Patchwork Cardigan, der ist da oben. Ich hole mal das Zeugs her, beziehungsweise nehme euch einfach mal mit. Das ist ja ein Vlog, warum nicht? Ja, und ich habe hier auch ein bisschen umgebaut übrigens. Das hätte ich vielleicht von Anfang an erwähnen sollen. Jetzt ist mein Schreibtisch hier an dieser Wollwand und auf der anderen Seite ist dann tatsächlich nur so mein Basteleck quasi. Finde ich bisher sehr, sehr cool. Und ja, hier oben, da sind die ganzen Patchwork-Vierecke drin. Und hier ist auch noch Wolle, die wir eventuell dafür benutzen können. Das hole ich jetzt mal runter und zeig euch, was wir da so haben. Okay, das ist die kleine Box. Wir haben sehr viele von diesen violetten, tatsächlich einfach nur Granny Squares. Die habe ich bei eBay mal einfach als Gratisbeigabe, Zugabe dazu bekommen. Und ansonsten haben wir hier noch ganz viele, die ich glaube seit 2021 tatsächlich schon, ihr seid schief, ein altbewährtes Problem, erstellt habe, weil ich da wieder angefangen hatte zu häkeln und halt dann auch so ein bisschen üben wollte und halt dann immer mal wieder ein Viereck gehäkelt habe. Und ich dachte, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, die wenigstens irgendwie mal so hinzulegen, zu schauen, wie viele ich habe, um dann rausfinden zu können, wie viel ich noch brauche, ob ich vielleicht noch eine bestimmte Farbe brauche und so, als jetzt einfach nur weiter zu häkeln, irgendwelche random Vierecke. Und ja, das machen wir jetzt mal. Ich werde jetzt auf den Boden legen und euch irgendwie schön hinstellen, damit ihr das alles sehen könnt, würde ich sagen. Das machen wir jetzt mal. Und ich hoffe, dass die Katzen nicht allzu sehr verrückt spielen, weil der da hat mit mir gerade schon vorhin sehr extrem auf dem Bett gespielt und Holly scheint jetzt auch wieder von ihrem Mittagsschläfchen aufgewacht zu sein und ist gerade auf Vogelfangjagd. Zumindest sehr am Fenster. Ich kann es euch ja mal zeigen. Also wir werden schauen, was da jetzt draus wird. Da ist sie, die kleine Holly. Na, waren da vorhin Vögel? Hm? Okay, wir sind auf dem Boden und ihr seid schon wieder schief. Sieht immer erstmal okay aus. Also, das Gute ist ja, dass wir hier so eine Art, wie sagt man da, Fischaugenlinse haben. Das heißt, vielleicht erkennt ihr dann auch ein bisschen was, was ich hier so tue. Ja, okay, wow, die Erinnerungen kommen zurück. Meine Mütze, die ich mal gestrickt habe. Meine allererste Mütze. Okay.
Also am allercoolsten finde ich ja tatsächlich diese Yin und Yang. Das hätte ich ganz gerne als etwas Größeres auf dem Rücken. Problem ist dann halt nur, dass ich nicht ganz weiß, wie viel darum passt. Und ich habe auch noch gar keine richtige Vorstellung, wie ich das jetzt wirklich mache. Ich habe so ein paar, die sehr in die gleiche Richtung gehen, was die Farben angehen. Die werde ich jetzt vielleicht erstmal sammeln. Aber ich möchte ja trotzdem auch, dass es extrem Patchwork ist. Oh, jetzt fängt schon wieder meine innere Unentschlossenheit an. Wow, was ein tolles Viereck. Das ist, irgendwas habe ich da falsch gehäkelt. Oh, das ist auch sehr, sehr cool. Das könnte ich mir etwas weiter vorne sehr cool vorstellen. Aber gut. Was ich halt auch cool fände, wäre, wenn ich da nicht nur jetzt Vierecke miteinander kombiniere, sondern vielleicht auch irgendwie, sagen wir mal, Freehand das zusammenhäkle mit verschiedenen bunten Garn. Wow, das ist mein allererstes gestricktes Viereck. Das sollte ich eigentlich fast mal einrahmen, ne? Pff, nee, das benutzen wir mal nicht. Okay, ich werde es jetzt versuchen, irgendwie hinzulegen, mir Gedanken zu machen. Und dann denke ich, zeige ich euch so, was ich mir gedacht habe, wie ich das zusammenstelle. Zumindest unsere aktuellen Vierecke, weil ich merke jetzt auch schon, es sind zu wenig, die sind unterschiedlich groß und alles. Deswegen ist es vielleicht echt nicht schlecht, wenn ich das wirklich kunterbunt, Freehand-Crochet-mäßig miteinander verbinden werde. Ja, also ich muss sagen, wirklich extrem gefallen. Es ist okay, je länger ich es mir angucke, weil die Farben halt auch irgendwo passen. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt längerfristig so in diesem Farbton bleiben kann. Und eigentlich war ursprünglich auch meine Idee, die dann schwarz miteinander zu verbinden. Aber ich glaube fast, wir sollten bei weiß bleiben, ne? Und ich habe auf jeden Fall nicht genug. Das heißt, ich müsste da auf jeden Fall mal noch ein bisschen Garn finden, das so in die Farbkategorie passt. Aber ja, miteinander verbinden wäre halt schon nicht schlecht, wenn das dann in weiß ist und dann doch auch am Ende irgendwie gerade alles abschließt. Aber ich glaube, so von der Breite und von der Höhe her ist okay. Und ich finde eigentlich auch diese Zusammenstellung ganz gut. Hier so Rotes passt jetzt halt nicht dazu. Die würde ich dann erstmal auch zur Seite machen. Alle anderen sind okayisch, aber diese beiden würde ich mal noch aus dem Rennen ziehen, weil da halt auch Rot dabei ist. Ich finde, das sieht dann persönlich, ich persönlich finde, das sieht dann nicht so genial aus. Ja. Das wird, glaube ich, echt mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Yippie. Aber ich werde auf jeden Fall das hier doch noch ein bisschen mehr hierhin in die Mitte einfach umbauen. Mal schauen, ob ich das jetzt so schnell mit euch hinbekomme. So. Warum nicht? Ja, fange ich dann da jetzt aber auch mit dem Hauptstück an hinten. Ich glaube schon, ne? Und vielleicht sollte ich mir irgendwie einen Cardigan oder sowas schnappen, der ein bisschen ähnlich ist oder vielleicht hier auf diesem Pulli basierend. Ja, Unentschlossenheit. Ich krieg's irgendwie hin. Es ist ja ein Vlog und kein Tutorial, weil Tutorials, ich glaube, das funktioniert bei mir einfach nicht. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem auch ein bisschen daraus ableiten, wie ich manche Dinge mache.
Und wenn ihr solche Sachen auch machen möchtet, dann vielleicht für euch selbst umwickeln, umbauen. Ja. Okay. Ich habe jetzt mal alle möglichen Garne von meinem Restezeugs ausgesucht, die ungefähr so in die Farbkategorie passen und auch wirklich sehr viele helle Garne gefunden, die ich für Zwischenräume, ja, Verschluss und so Zeugs, Halsausschnitt, Bündchen benutzen kann. Also richtig, richtig gut. Ich werde euch jetzt nicht alle einzeln zeigen, denke ich. Aber was ich auf jeden Fall auch gut fände, ist, wenn so ein bisschen Textur dann noch dazwischen kommt. Also ich habe hier so ein bisschen ein, ja, wie soll man das denn nennen? Rüschenartiges Garn. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und hier halt so ein sehr fluffiges, schon fast Alpaka aussehendes Garn. Aber ich glaube, es ist einfach gebürstetes Acryl. Ich weiß es nicht. Hier sehe ich jetzt noch ein schönes grünes, nehme ich mir, glaube ich, noch dazu. Das da ist zwar ein bisschen mehr limettenartig, aber egal, das passt. So, oje. Ich habe außerdem alle möglichen hier. Ne? Häkelnadeln. Ich glaube, bei 3,5 geht's los. Ja, 3,5, 4, 4,5, 5 und 5,5. Ich habe keine Ahnung, was ich brauchen werde. Ja, gut. Jetzt fange ich einfach mal an. Das war ein Garnpaket, denn ich musste tatsächlich für meine Elizabeth Flowers, die hier oben auch ist, für den zweiten Arm nochmal Wolle nachbestellen. Ja, Thema Work in Progress ist es ja trotzdem. Also kann ich da kurz drüber sprechen. Sorry. Ich mache euch immer schief. Okay. Aber jetzt können wir uns wirklich hier auf das da konzentrieren. Genau, ich mache einfach mal was, damit es eben wirklich in Richtung Freehand geht. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht verschiedene Muster oder Maschenstiche noch machen soll, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal mit den Basics gut bedient sein, da es ja an sich schon ein sehr wildes Design ist. Zwei miteinander verbunden und zwar so. Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach ein paar Maschen, einfache feste Maschen hier angesetzt und dann in der letzten Reihe mit diesem, ja, nicht Slip Stitch, sondern ich glaube einfach nur normale feste Maschen, habe ich die dann miteinander verbunden. Fällt jetzt natürlich nicht so schön, müssen wir am Ende dann einfach auch rausblocken und schauen. Aber ja, ungefähr so werde ich jetzt erstmal weitermachen. Immer so ein paar Stiche, je nachdem zwischendrin. Ich versuche alles schön hinzulegen und immer so vorzugehen. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht alles
mit Weiß gemacht. Das weiß ich jetzt schon. Sondern zwischendurch auch vielleicht mal eine andere Farbe genommen. Aber alles dann doch in diesem Farbschema. So ist der Plan. Hier zum Beispiel würde ich jetzt dann doch nochmal weiß außenrum häkeln. Ja. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich euch da groß mitnehmen soll, wie ich die einzelnen Dinger zusammen mache. Ich denke, sonst wird das Video auch zu lange. Aber so ein bisschen was werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen und einzelne Steps und sowas. Aber es soll ja, wie gesagt, kein Tutorial werden. Bekommen wir hin. Aber ja, jetzt habt ihr zumindest mal das so ein bisschen gesehen. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende rauskommt. Ich erwarte erstmal nichts. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Ja, ich melde mich wieder, wenn ich ein paar mehr zusammengebunden habe. And then pull it out. Einige Stunden später, wie man wahrscheinlich erkennen kann anhand der Lichtverhältnisse, ist es jetzt ganz kurz nach 8, glaube ich. Wir waren vorhin tatsächlich vegan essen. Wir waren ja unterwegs essen in einem veganen Restaurant. Ich habe für mich das erste Mal Beyond Meat Burger gegessen und es war richtig, richtig gut. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich war wirklich baff und wir waren noch in einem Musikgeschäft, deswegen hört ihr wahrscheinlich auch gerade Musik im Hintergrund. Mein Freund spielt ja sehr, sehr gerne Gitarre. Aber ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Das habe ich erreicht. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen breiter gegangen, als ich ursprünglich geplant hatte auf dem Boden. Aber so far so good. Bisher finde ich es richtig cool. Ja. Ich werde mich jetzt tatsächlich aber erstmal meinen anderen Whips widmen. Das hier wickeln, das ist das Garn, das ich nachbestellt hatte, damit ich ein nächstes Work in Progress komplett fertig machen kann. An einer Socke werde ich noch weiter arbeiten und ja, ich mache es mir gemütlich auf dem Sofa, werde duschen und morgen geht's weiter an dem Patchwork-Cardigan. Also, wir sehen uns morgen. So. Nächster Tag, Holly und ich sind hier am Weiterarbeiten, gell? Kleines Mäuselein. Ja, sie ist gerade sehr aufgeweckt, gell? Und will mit dem Zeugs hier spielen. Und ich bin gerade auch am Vernähen. Na, hast du Lust? Ja, mein kleines. Ja. Ja. Also, es geht jetzt voran, nachdem sie hier eine halbe Stunde auf dem Projekt gelegen hat und ich da nicht weitermachen konnte. Ja, am Ende wird es halt einfach eine Decke für sie. Ne? Machen wir das dann einfach so, mein Kleines. Ja. Ja, also zwischendurch bin ich doch auch am Annähen der Vierecke. Also ich mache das jetzt so ein bisschen abwechselnd. Dass ich mal welche zusammennähe, mal welche dran häkle, dann mache ich wieder dieses Freehand-Häkeln, Freehand-Crochet. Keine Ahnung, ob das wirklich das ist, was ich da tue. Ja, es entwickelt sich. Ich bin gespannt, ob am Ende auch was Cooles dabei rauskommt oder nicht. Und wir werden es alle sehen, denke ich. Es ist spannend. Thank you.
es ist jetzt kurz vor 9 Uhr abends und Peter hat mich aus Versehen auf der Nase gekratzt vorhin beim Spielen. Passiert dann halt auch mal, dass man was im Gesicht abbekommt, aber gut. Also falls ihr das jetzt schon direkt erkannt habt und euch gewundert habt, jetzt wisst ihr, was da los ist. ja, ich bin jetzt mit dem Rückenteil fertig. So sieht es aus. Und ich war mir erst nicht sicher, ob es lang genug ist. Es ist auf jeden Fall sehr oversized, was ich aber gut finde. Und ja, also wenn ich das jetzt wirklich hier so hoch mache, dann geht es mir bis zum Schritt quasi. Demnach finde ich das perfekt. Ich kann mir auch aussuchen, ob ich so rum oder so rum machen möchte. Und ja, ich glaube, also es sieht auf jeden Fall richtig extrem Patchwork aus, aber das war ja auch Sinn der Sache. Ich vertraue dem Prozess weiterhin, weil am Ende denke ich, wenn das dann Form bekommt, wenn es wirklich fertig ist, wenn ich Bündchen und sowas dran mache, überlege ich übrigens auch, ob ich die dann dran stricken werde. Das werde ich dann sehen. Dann denke ich, wird es hoffentlich doch auch ganz cool aussehen, vor allem zu hauptsächlich schwarzen Sachen. Ja, also das Größte, das Rückenteil ist ja jetzt schon mal cool, dass das fertig ist. Hat jetzt doch auch länger gedauert, als ich dachte. Ich habe noch diese Vierecke übrig. Jetzt ist mir schon wieder eins runtergefallen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mehr als ich dachte. Allerdings werde ich damit wahrscheinlich keine zwei Vorderteile mehr hinbekommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen häkeln müssen. Also was so Granny Squares Vierecke angeht. Und da fände ich es tatsächlich auch cool, wenn ich nicht einfach nur, wie ich jetzt zum Beispiel schon eins gehäkelt habe, ein ja, Granny Square, also 0815 häkle, sondern wirklich auch was mit Textur oder mit einem Muster drin. Einfach, dass es halt weiterhin so interessant oder für manche wahrscheinlich viel zu viel ist. Aber ja, für mich ist das interessant, weil es so viele verschiedene auch Stiche und Sachen zum Entdecken gibt. Also das hätte ich gern, dass das so bleibt. Und einfach auch tendenziell diese Farbschemen. Also eher so ein bisschen pastelliger, beziehungsweise ein bisschen dunkleres Lila, leichten Blauton, Grün, Flieder, Weiß vor allem. Ja, so diese Farbtöne. Wenn das so weiter bleibt, das fände ich dann doch ganz cool. Einfach, dass es doch irgendwo auch miteinander ein bisschen harmoniert wenigstens. Aber ja, weil es jetzt schon so spät ist, werde ich mich jetzt wieder auf die Couch begeben. Ich werde hier im Hintergrund mal ein bisschen mehr aufräumen noch. Die Wolle, die ich dann benutzen kann für die Vierecke, werde ich in eine Box packen. Und dann, ja, schauen wir mal. Ich werde mich jetzt erstmal meinen anderen Work in Progresses wieder widmen. Aber ich denke, dass ich mich morgen mit einem weiteren Update noch melden kann. Vielleicht am Montag auch. Wir werden dann sehen, wie es sich entwickelt für dieses Video. Ja, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass das Rückenteil fertig ist. Es ist jetzt schon kurz nach 8 am Sonntagabend, also schon
später am nächsten Tag. Ich habe euch zwar so ein paar kleine Clips gezeigt, wie ich Sachen häkle und erstelle, aber mit euch gesprochen habe ich, glaube ich, heute noch nicht. ich habe zumindest mit ein paar von euch heute live gesprochen. Ich hatte einen Livestream für meine Kanalmitglieder, den ich einmal wöchentlich mache. Und das war wie immer sehr, sehr schön. Also falls da jemand von euch Lust drauf hat auf monatliche Livestreams, schaut gerne bei den Kanalmitgliedschaften vorbei. Außerdem habe ich auch mit meinen Kanalmitgliedern ein sehr cooles Community-Projekt geplant. Also da könnt ihr Livestreams dann auch nochmal nachträglich schauen, aber ich glaube, ich habe das dann auch schon im Podcast erwähnt. Ja, wie dem auch sei, ich musste jetzt einige Sachen nachhäkeln, weil ich ja nicht mehr so viele Vierecke habe und habe mir die Sachen auch schon so ein bisschen hingelegt, wie ich gerne meine eine Vorderseite gestalten möchte. Ja, und die kann ich jetzt so langsam zusammenfügen und dann haben wir zumindest eine Vorderseite auch fertig. Ich weiß nicht, ob ich da allerdings heute Abend mit fertig werde. Wahrscheinlich eher nicht. Aber dann zeige ich sie euch auf jeden Fall morgen komplett fertig. Ja, Plan war eigentlich heute, meine beiden Vorderseiten noch fertig zu bekommen. Aber ja, natürlich dauert das jetzt länger, wenn ich da noch Vierecke häkeln muss. Aber ist so. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass eine Seite zumindest schon mal so grob vom Plan liegt. Die werde ich jetzt miteinander verbinden und ja, euch dann je nachdem zeigen, morgen oder später, heute Nacht. Soll ich denn so häkeln, hä? Wenn du mit mir kämpfst. Wenn du mit mir kämpfst, du Kleiner. Ja. Ah. So, nächster Tag. 1 Uhr mittags. Ich habe den... ja, fast den ganzen Vormittag damit zugebracht, das eine Vorderseitenpanel fertig zu machen. Und das ist es jetzt. Tada! So wird das dann aussehen. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich ein Dreieck gehäkelt habe, dass man hier quasi, ja, den Halsausschnitt noch hat. Es wird dann halt eher so extrem Drop Shoulder quasi sein. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich dann vielleicht das nicht alles zu weit gemacht habe und es eigentlich vielleicht besser hätte so sein sollen. Tja, das werde ich dann sehen. Aber an sich ist das jetzt das Vorderpanel. Hier ist noch... das war die falsche Seite. Okay, also es ist dann quasi so rum. Deswegen waren die Fäden auf der Rückseite noch zu sehen. Da habe ich noch nicht alles vernäht. Und die meisten dieser Vierecke habe ich jetzt halt noch frisch gehäkelt. Das, 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 das hier, das hier, das hier und halt das Dreieck. Also ich habe da einfach... mit 2 Maschen angefangen und dann in jeder Runde, aber immer nur auf einer Seite zugenommen. Und dann war das halt hier so ein recht steiles Dreieck. Ja, aber da gibt es auch 1000 Anleitungen dazu, wie man Dreiecke häkelt. Man kann ja auch Granny-Dreiecke häkeln. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel dazu. Aber das ist halt wichtig, um ja so ein bisschen den Halsausschnitt vorne zu bekommen. Ja, ich finde, das ist sogar noch besser geworden als das Rückenpanel. Ich bin sehr, sehr happy mit diesem Vorderteil. Heißt jetzt aber, dass ich mit dem zweiten weitermachen müsste.
Das werde ich jetzt allerdings außerhalb dieser Aufnahme machen. Also ich werde das ohne die Kamera gestalten. Denn ja, ich habe heute noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Und dann beginnt ja auch wieder meine Arbeitswoche. Deswegen dachte ich, wir machen Teil 2 dieses Patchwork-Cardigans dann eventuell nächstes Wochenende oder in 2 Wochenenden. Mal schauen. Und da werde ich mich dann um die Arme und um die ja, Konstruktion generell des Cardigans kümmern. Also, dass ich dann quasi die Bündchen mache und halt alles zusammennähe. Und dann geht es wirklich darum, diesen Cardigan fertigzustellen. Aber natürlich werden die Arme auch noch gemacht. Ja, so ist mein Plan. Damit wäre jetzt Teil 1 fertig. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, Patchwork-Sachen zu erstellen. Jetzt, wo ich die Sachen, die Vierecke häkle und dann währenddessen auch schon alles zusammenstelle, macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Also ich muss sagen, dass mein Gehirn so irgendwie mehr Motivation hat, so besser damit arbeiten kann, als einfach nur wahllos irgendwelche Vierecke häkeln, wie ich das am Anfang gemacht habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mir das jetzt endlich einfach mal geschnappt habe, dieses Projekt, dass ich da weiter dran gearbeitet habe und mich dann eben auch dazu entschieden habe, es jetzt mal so zu probieren. Was ist eigentlich mit meinen Haaren los? es mit euch zusammen zu machen, war auch motivierend, also mit der Kamera. Und vielleicht sind das alles in allem ja auch ein paar Tipps, wie ihr an so einem Projekt dranbleiben könnt. Vielleicht habt ihr einen Online-Blog, vielleicht habt ihr Instagram, auf das ihr sowas ja dokumentieren könnt, aufzeichnen könnt. Das muss ja keine Videoform sein oder vielleicht könnt ihr einfach für euch Fotos machen. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten, wie ihr am Ball bleiben könnt, Fortschritte notieren in ein Notizbuch und so weiter. Und ja, vielleicht konntet ihr generell auch ein paar Tipps und Tricks von Farbwahl, Zusammenstellung allgemein mitnehmen. Und ich hoffe, euch hat der Themenvlog gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!